Ja, hallo, hier ist stefan-live.de. Ich bin gerade hier in Schandorf bei der Demo am 4.12. und schauen wir mal, was hier so gerade los ist. Also, Polizei ist hier. Okay, jetzt schauen wir mal hier auf dem Versammlungsgelände. Schauen wir mal, was hier so los ist. Okay, man hört schon was im Hintergrund. Jetzt gehen wir mal rein in das Geschehen und tun wir mal filmen, was hier so los ist. Also sind einige Leute hier. Machen wir mal ein bisschen Rundumblick von der Seite. Schöne Weihnachtsbeleuchtung im Hintergrund. Momentan geht, glaube ich, noch ein Marsch hier in Schandorf rum. Aber es kann eigentlich auch sein, dass momentan, der noch nicht losgegangen ist, dass sich die Sache ein bisschen verschiebt. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen vor. Jawohl. So, jetzt schauen wir mal. Hi. Ach, mal wieder vor Ort hier. Freiheit statt Maskerade. Maskenzwang ist Körperverletzung. Masken runter. Schützehilfe, ein paar Sachen. Okay, alles klar. Okay, danke. So, jetzt weiß ich noch nicht ganz genau, wo das hier geht. Jetzt frage ich mal noch mal nach. So, hier wird auch gerade ein Interview gemacht. Gut. Grundrechte. So. Maskenzwang ist Körperverletzung. Grundrechte. Hier ein bisschen auch, dass musikalisch die Leute aufgeweckt sind. Rücktritt Bundesregierung. So. Schauen wir mal hier. Der Marsch beginnt, wie es aussieht, gerade jetzt. Bin ich gerade rechtzeitig hier noch vorbeigekommen. So, jetzt schauen wir mal, wo der hier der Aufzug in Schandorf alles hingeht. So, schauen wir mal. Masken schützen nicht vor dem Virus. So ist der Aufzug
zieht sich relativ sehr in die Länge. So, schauen wir mal ein bisschen hier. Jawohl, genau, sehr schön. Hallo. Stefan-live.de. Was ist das? Auf YouTube? Stefan-live auf YouTube, ja. In YouTube? Folgt mir auf Insta, danke schön. Folgt mir auch auf Insta. Jawohl. Ja, auch, auch. Ja, wenn du willst, kannst du da drauf. Folgt mir mal, MXS-0. Ja, ja, jetzt sind natürlich da viele Youngster hier unterwegs, wo das natürlich auch ein bisschen hier ein bisschen sich ja, auffallen wollen oder wie auch immer. Ist natürlich auch in Ordnung. Ist natürlich auch für Schandorf hier ein bisschen ja, mal was anderes. Moment. Darf ich geschwind mal die Schilder lesen? Moment da. Sehr schön, sehr schön. Jawohl, vielen Dank. Auch Schild zeigen? Ja, Schild zeigen. Ja, Moment mal. Aber wenn wir uns schon kennen. Moment mal. Ja, die Hand, die Corona ist wirklich gefährlich als unsere. Genau, richtig, sehr schön. Und immer wieder lernt man natürlich oder kennt man die Leute, wenn man viel unterwegs ist, das eine oder andere. So, jetzt schauen wir mal wieder auf das Schild drauf. Jawohl, sehr schön. Ja, ja. Gut. Darf ich das Schild auch mal sehen? Zeit zu beenden. Jawohl, sehr schön. Vielen Dank. Jawohl. So, jetzt sind wir wieder dazu geschaltet. Jetzt schauen wir mal, was hier so los ist. Hier stockt es ein bisschen. Aber ist alles gut. So, Polizei ist hier vorhanden, wie es gehört. Alles gut. So. Also hier, der Marsch ist natürlich um einiges größer als gestern in Mutlangen. Mutlangen war dafür wieder mehr Lichtparade, war natürlich dann auch recht positiv, wunderbar. So, schwenken wir mal wieder rüber. So, wie es aussieht, ne, ist abgesperrt, also wir dürfen hier rüber. Alles gut hier. Alles gut aufschließen. Wunderbar. Ja, also wenn ich das hier so sehe, ist der Aufzug recht groß, der Marsch. Bin ich da doch angenehm überrascht, wie viele Leute hier heute Abend da sind. 10, 20, 100. 100, ja, also so was ich jetzt gerade sehe, denke ich mal, so 100, ja 100 auf jeden Fall locker, das langt nicht, eher mal so 200, aber wie gesagt, ich sehe hier nicht weit voraus, aber so was ich sehe, denke ich mal, sind so um die 200, es können natürlich auch mehr sein. So,
Jo, jetzt frage ich mal einfach mal. Hallo, darf ich was fragen? In die Filme nicht. Einfach, ich filme nicht, bloß akustisch. Warum du halt beim Demo und Aufzug mitmachst? Aus dem gleichen Grund wahrscheinlich wie alle anderen. Ja, welche Gründe sind das zum Beispiel? Welche Gründe sind das zum Beispiel? Die Maßnahme bin. Gegen die Maßnahme. Ich bin gegen diese Maßnahmen im Allgemeinen. Sehr schön. Gut, also wie die meisten, die hier mitmachen, das gleiche Feedback. Und das sind halt immer wieder, man merkt, man hat Angst, dass man irgendwie andersweitig angegriffen wird. Man möchte natürlich nicht so ganz gern vor die Linse kommen, dass man der andere das sieht. Sieht es richtig? Nee, bei mir darf das schon eigentlich jeder sehen. Bei mir weiß es eigentlich auch jeder. Ah, okay. Also ich durfte dich jetzt sozusagen filmen. Ja, aber jetzt nicht direkt. Ja, okay, also, vielen Dank. Gerne. Ja, man merkt hier, das eine oder andere ist natürlich auch dabei, wo sie auch filmen lässt. Die Chance von meiner Seite verpasst, aber das macht nichts. Man muss auch keinen Angriffspunkt für irgendjemanden geben. So, jetzt schauen wir mal. Die Gegenfahrbahn ist auch gesperrt, dann kann man natürlich hier ein bisschen auf die Seite gehen und dann den Corso, den nicht Autokorso, ha, schön wär's, den Personenmarsch ein bisschen begleiten von der Seite. So, heute mal das erste Mal. Ich selber in der Innenstadt von Schorndorf war ich glaube noch nicht. So, hier drüben ist natürlich ein Bus, wo nicht weiter darf. Stadt arbeitet hier auch mit, also nicht nur die Polizei. Man sieht es hier von den Stadtfahrzeugen. Polizei ist chillig. Nebendran verfolgt die ganze Sache. So. Runter mit den Masken. Schon da ohne Masken. Diese Regelung werden wir noch monatelang einhalten müssen. Ja, wir müssen also der Standard sein. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Jawohl. Nie hinterfragt werden. Hoi, sind wieder Fahrradfahrer ohne Licht unterwegs. Spritz uns Dreck. Drosten Impfe uns weg. So, mal ein bisschen wieder einen Rundumblick. Also man sieht hier mächtig was los in Schorndorf. So, hier sind wieder ein paar Autos auf der Seitenstraße. Die müssen halt eine Weile warten. So, hier oben sind Logenplätze. Da kann man natürlich auch zuschauen. Wunderbar. So. Impfzwang für Politiker, das ist richtig.
So. Love Wins, jawohl. Das sollte mal die Regierung mal überlegen, was die machen. Steckt euch eure Masken in den Arsch. Ja, steckt euch eure Masken in den Arsch. Oh, steckt euch eure Masken, steckt euch eure Masken, steckt euch eure Masken in den Arsch. So, jetzt, das war aktiver Beitrag zur Vernichtung des Coronavirus. Alle Masken in den Arsch einstecken, finde ich gute Alternative. So, jetzt ein bisschen politische Bildung. Steckt euch eure Merkel in den Arsch. Ja, steckt euch eure Merkel in den Arsch. Oh, steckt euch eure Merkel. Steckt euch eure Merkel. Steckt euch eure Merkel in den Arsch. Warum ist das Kino geschlossen? Frieden, Freiheit, Demokratie! Frieden, Freiheit, Demokratie! Frieden, Freiheit, Demokratie! Frieden, Freiheit, Demokratie! So. Ja, Frau Merkel, hören Sie das, machen Sie das und dann ist alles grün im grünen Bereich und dann ist alles gut, kein Virus vorhanden, ist eh bloß eine Pandemie und derjenige, wo heute noch meint, der Virus wäre wirklich so, wie es der Herr Drosten und der Herr Wieler publiziert, also der schläft nicht, der beteiligt sich eigentlich aktiv. Ja, aktiv für den Untergang der Welt, mehr oder weniger. So. Also machen wir mal geschwind ein kleiner Stand. Jawohl, stand up, people! Jawohl. TNT für Merkel, yeah! Maske! Heute werden wir von der Maske befreit! TNT!
sehen. Beitragsservice abschaffen. Corona-Nazis raus. Freie Medien statt Gleichschaltung. Lockdown, Lockdown. Es gibt kein Recht auf Maskenzwang. Schluss mit der Fake-Pandemie. Mask sucks. Ja, hallo, hier ist Stefan, live Stefan mit PH und live mit V.de ist hier fort in Schondorf bei der Demonstration. Und alles friedlich, so wie es gehört, jetzt. Rücktritt Landesregierung. Nie wieder Corona-Faschismus. Freie Impfentscheidung. Masken bitte gewöhnen. Masken schützen nicht vor dem Virus. Masken sind ungesund. Maskenzwang ist Körperverletzung. Runter mit den Masken. Runter mit den Masken. Nie wieder Corona. Scheiß auf Abstand. Schluss mit Corona. Zwangsimpfung für Lobbyisten. Impfzwang für Politiker. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut. Weg mit dem PCR-Teststempel. Nur Bock auf Impfrisiko. Politiker müssen zur Verantwortung gezogen werden. Nie wieder Corona-Faschismus. Die Masken, Schwarm, Wiener, Merkel. Ab in den Knast. Get up, stand up, stand up for your rights. So, das sind Statements gerade gewesen, was an die Regierung gerichtet war, von den Demonstranten von der Demo hier in Schondorf.
Jawohl. Ja, schauen wir mal hier. Sind wir mal hier ein bisschen gerade. Ja, das ist so, sieht ja einer von der Antifa, wo neben drin steht. Und wollen gerade zwei Stück. Ja, schauen wir mal. Gehen wir mal wieder ein bisschen nach vorne mit dem Mikrofon. Eingeschaltet. Ja.
So, jetzt schaue ich mal auf den Rücken. Auf den Rücken einer schönen Frau. Warum Quarantäne-Chaos bei 99,77% Gesunden? Das ist die ganz große Frage. Ah, hallo! Hast du schon das Video angeschaut? Kein Problem. Gut, hast du gesagt? Echt? Welches Video? Ich habe ein anderes Video gemeint. Aber das ist auch gut, gell? Jawohl. Politiker müssen zur Verantwortung gezogen werden. Rücktritt Landesregierung. Frei in Entscheidung. Masken schützen nicht vor dem Virus. Masken runter, Gehirn an. Masken schützen nicht vor dem Virus. Runter mit den Masken. Rücktritt Bundesregierung. Maskenzwang ist Körperverletzung. Corona Reset. Maskenzwang ist Körperverletzung. Jetzt hat es gerade geheißen, langsam. Jetzt warten wir mal hier ein bisschen. Da mal ein bisschen bewegen. Jawohl. So, jetzt kommt dann bestimmt ein schönes Bild hier oben. So, bitte waschen Sie Ihre Hände, Ihr Gehirn waschen wir, ARD und ZDF. Das ist vollkommen richtig. So. So. Die Friedensfahne wird, die weiße Fahne wird geschwenkt. Wunderbar. Jetzt schauen wir mal, was hier dran steht. Merkel muss weg. Jawohl. Ja, wenn man so viel schon in den letzten Jahren gegen das eigene Land unternommen hat und so eine Person noch immer noch nicht vom Staatsschutz einkassiert worden ist, da sieht man wieder Deep State wirklich sehr stark vertreten ist. So. Ah, jetzt, das geht hier um den Kreisverkehr. Sehr schön. Ist ja richtig toll. Der Kreisverkehr. Jetzt laufe ich mal in die richtige Richtung im Kreisverkehr. Bisschen abkürzen. Hier sieht man das wunderschön.
viele, viele Ordner hier. Weil man uns die Freiheit raubt! Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut! Weiter. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit raubt! Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit raubt! Super. Genau, das ist das Motto, wir sind hier. Demokratie, Frieden, Freiheit, Demokratie, Frieden, Freiheit, Demokratie. Frieden, Freiheit, Demokratie. So, jetzt schauen wir mal auf das Plakat. Wir stürzen die Frau Merkel. Wir stürzen die Frau Merkel, die ist so lange im Amt. Die Frau ist alt. Ja, das ist vollkommen richtig. So. Hallo. Hallo. Frieden! 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 Freiheit! Frieden! Freiheit! Frieden! Freiheit! Frieden! So, jetzt schauen wir mal hier auf deine Plakate. Ah, sieht man hier. So eine Plakate, nur Plakate, fühle mich gerade. So. Jawohl, danke sehr. Corona reset. Corona reset. Lockdown. Ja, zum Beispiel. Stefan minus live.de. Stefan minus was? Live.de. Mit V. Okay. Also Homepage, Telegram. Ja, bist du auch aufnehmen. Ah, super, okay. Mit Ton, aber oh, das ist ja übersteuert. So ein Scheiß. Jawohl, wunderbar. Naja. Das erste Mal bei einer Demonstration? Nee, ich war in Stuttgart bei Michael Ballweg da im Mai, wo das erste Mal diese, wo es um das Thema Impfzwang durch die Hintertür ging, auch da Anfang Mai war das mit dem ersten, wie hieß das Gesetz? Zweites? Weiß, kriegst du gerade auch. Ja, ja. Also bei mir war es auch im Mai, habe ich angefangen, ich habe davor schon gemerkt, da stimmt was nicht, und habe dann gemerkt, dass man Aufklärung machen muss, weil die öffentlich-rechtlichen Mainstream-Medien, da wurde da gelogen, das wurde manipuliert ohne Ende. Und das ist aber an allen Ecken und Enden so. Richtig, bei allen Ecken und Enden so, das ist korrekt. Und da habe ich gedacht, ich muss was machen. Und da habe ich also auch im Mai angefangen, Homepage, dann YouTube-Kanal. Und mittlerweile habe ich jetzt auch, dann bin ich fast überall drauf mit Qt und Twitter. Okay. Und ja, alles Mögliche. Aber ich finde es gut. Ich habe jetzt heute halt, gesagt, ich muss immer so ein Ding da aufziehen. Das ist ja eigentlich bloß ein Sichtschutz, mehr ist das ja nicht, was richtig. Ich da habe. Gut, es zieht ein bisschen über die Nasen auf, aber ja. Im Endeffekt ist es so, weil ich will nicht meinen Doktor, ich habe einen Attest. Ah, ich habe auch einen Attest. Ich habe diverse Videos halt jetzt schon gesehen, wo sie in, ich weiß nicht, in Bayern war es. Ja. Leute direkt aus dem Geschäft zerrt haben und dann geradeweg auch mal Test, weil sie denen unterstellen, dass ja falsch ausgestellt worden sei und sie dann auch die Doktor entsprechend belangt haben oder versuchen zu belangen und denen ihre Praxis ausgeräumt haben und das Zeug. Und das ist der Grund, warum ich sage, Neuna, riskiere das jetzt nicht im Sinne von meinem Doktor, dass da irgendeiner auf dumme Gedanken kommt bei der Polizei. Genau, also bei mir war es genauso. Ich bin auch vor kurzem
zweimal, dreimal kontrolliert worden. Und heute habe ich Post bekommen von der Polizei in Rimsburg. Obwohl ich Presseausweis habe und so weiter. Also ich darf vor Ort filmen und so weiter. Und ich habe mich trotzdem angeschrieben, obwohl ich das geschrieben habe, dass ich maskenbefreit bin, da ich gesundheitliche Probleme habe, habe die trotzdem mir geschrieben. Und da muss ich wirklich sagen, das ist so 0815 schreiben an jeden. Und da sage ich mir wirklich, was für Zweck da der Vater Staat. Die hat zum Vorfall gewusst, dass bei mir alles legitim ist. Aber man kriegt trotzdem ein Schreiben. Da merkt man wirklich Willkür. Die Leute wollen, der Staat will die Leute einschüchtern, zum Suizid, ja, sage ich einfach mal, ja, zu bewegen. Und das finde ich nicht so toll. Okay. Ja. Jo, gut. Und du mäßig, was machst du oder wo bist du dann bei YouTube oder wo tust du da das publizieren? Ich habe heute das erste Mal die Kamera auspackt. Ich habe normal zum Motorradfahren oder so das Ding dabei okay. gehabt bisher, aber ich habe jetzt gedacht, jetzt nimmst du das mal mit und probierst das mal aus. Ja, super. Und wenn du jetzt da das schon öfter hier machst mit dem Zeug, dann kannst du das haben und dann... Ja, kein Problem, da kannst du das mal vielleicht bei YouTube mal aufladen. Und dann kannst du mir da einen Link schicken oder sonst wo. Ja. Das ist kein Problem, da kann ja vielleicht sein oder das andere mal zusammenstellen. Ja, genau. Wie gesagt, kein Problem. Schickst mir einfach dann auf stefan-live.de. Ja. Oder da ziehst du mich dann auch bei Twitter, nicht bei Twitter, bei Telegram. Telegram. Ah ja, okay. Das habe ich mir auch mal rund. Kann man eigentlich in Telegram direkt mit Leuten schreiben? Ja, du kannst direkt schreiben und du kannst auch Videos machen, aber die gehen bloß eine Minute. Okay. Beim Live-Übertragen. Ja, theoretisch kann man das ja auf Dropbox hochladen. Richtig. Und dann kann man es da in voller Qualität. Genau. Genau. Ja, mal gucken. Okay, alles klar. Okay. Vielen Dank. Jo, tschüss. So, jetzt war mal ein interessantes Gespräch mal am Rande. Ihr habt das ja mitbekommen, muss auch mal sein. Neue Leute stoßen immer wieder dazu und die sagen auch, man muss was tun, es geht nicht so weiter und das ist vollkommen korrekt. So, jetzt sind wir hier wieder am Ort des Ursprungs, am Versammlungsplatz angelangt. Sehr gut. So. Schöne Kulisse im Hintergrund. Sie, die Brigitte, der haben wir das hier alles zu verdanken. Danke, das ist unglaublich, was diese Frau leistet. Ja. Das stimmt nicht ganz, weil ohne unser Orga-Team, ohne das tolle Team dahinter, würde das hier gar nicht funktionieren. Und mit Unterstützung von allen klappt das hier. Und das ganze Orga-Team könnt ihr erkennen, die haben alle diese Westen an. Also, dass ihr wisst, wir sind viele, die das hier auf die Beine stellen. Kommt bitte weiter nach vorne, da kommen immer noch welche vom Zug. Jetzt mal eine Frage, ist der Peter Meinke schon da? Falls ja, komm mal bitte vor, Peter. Ja, kommt ihr bitte alle weiter vor. Ihr wisst, wir müssen Abstände einhalten. Wenn wir Abstände einhalten, dürfen wir hier ohne Maske stehen. Wenn es zu eng wird, bitte zieht dann eure Masken auf, sodass wir auch der Corona-Verordnung gerecht werden, weil es geht heute nicht um die Masken. Es geht heute darum, dass wir hier was bewegen, was verändern. Es geht, dass die Corona-Maßnahmen weg sind. Und wir halten uns nicht an Nebenschauplätzen wie die Maske auf. Kommt weiter vor, es kommen immer noch welche vom Zug. Wir waren ein langer Zug. Vielleicht kommt ja nachher jemand vor und sagt, wie viel
von diesen Eintrittskarten verkauft wurden, dass, nicht verkauft, schön wär's, wo ausgegeben wurden, damit wir wissen, wie viele am Zug waren, um auch ein Bild zu kriegen. So, bitte kommt vor. Hat jemand vielleicht die Musik noch drauf auf seinem Megafon, wo schon hier ist? Dann können wir noch, bis alle da sind, noch ein bisschen die Musik laufen lassen. Hallo, ist jemand dabei, wo die Musik noch auf dem Megafon hat? Weil es, ich sehe, es kommen immer noch welche vom Aufzug zurück. Woody, bist du irgendwo hier schon? So, dann starten wir einfach mit dem Programm und switchen ein bisschen um. Es ist erstaunlich, und deshalb, es geht hier nicht um die Maske, dass die Regierungen auf der Welt alle in Corona gleichklang funktionieren. Es geht um unsere Freiheit und es geht um unsere Grundrechte und es geht um die Impfung und die wir mit unserer Gesundheit bezahlen. Und denkt nochmal an die Worte von Lothar Wieler. Wir gehen alle davon aus, dass der Impfstoff im nächsten Jahr zugelassen wird. Wir wissen nicht genau, wie die wirken, wie gut die wirken, was die bewirken. Aber ich bin sehr optimistisch, dass es Impfstoff gibt. Aber der Herr Lauterbach sagt, tja, wenn wir alle geimpft sind, wird es trotzdem nicht normal werden. Wir werden weiterhin eine Maske tragen. Denn zu allem Übel weiß man ja gar nicht, was die Impfung bringt, ob man überhaupt geschützt ist oder ob man überhaupt erst recht anfängt, die meisten Menschen zu infizieren, weil man ja dann einen Virus in sich trägt. Da uns der Peter war als erster Redner vorgesehen, dann der Wolfgang. Und jetzt werden wir einfach mal umswitchen. Und ich darf den Wolfgang zu mir bitten. Wolfgang? Wir müssen umswitchen, weil der Peter noch nicht da ist. So, ich glaube, ihr kennt alle Wolfgang Greulich. Alle vom Bus, und ich gebe jetzt das Mikrofon an dich, und schön, dass du hier bist, Wolfgang. Danke, Brigitte. Guten Abend, Schondorf. Ich muss kurz umbauen. Ja, Grüße von Bodo, Samuel, Ralf. Wir haben vorhin telefoniert, haben uns abgesprochen, ich gebe mal ein paar Termine durch. Der Samuel und ich sind morgen in Bremen. Ich fahre heute Abend noch hoch. Der Ralf kümmert sich um unsere zahllose Bescheide, Ordnungswidrigkeiten, Strafanzeiger. Mit einem schlappen 50.000 Euro Strafanzeiger rumliegen, macht der Ralf auf Mallorca, er kommt nicht. Der Bodo fährt nach Düsseldorf am Sonntag. Wer der Bodo sehen will, muss nach Düsseldorf. Ich setze jetzt mal meine Mütze auf, weil es mal kalt wird. Und damit die Journalisten morgen wieder schreiben können, da steht Querdenken drauf. Denn Querdenken heißt auch selber denken. Und habt ihr das da unten gerade gesehen, da ist einer von der grünen Liste gestanden, also die anderen haben da unten, da bin ich, ich habe vorhin am unteren Marktplatz bin ich gestanden, da habe ich gedacht, wieso haben die alle eine Maske auf? Bin ich in die Menge reingestanden, da haben die Musik gemacht, zwar am Ende, ich habe es nicht identifiziert, da hat anscheinend die SPD um ihre 5% gekämpft. Lauter, ich kann lauter, ich kann auch noch ein bisschen lauter schwätzen. Ja, und weiter unten ist einer von der grünen Liste gestanden.
der hat beweisen mit Schaf geschrieben, weil er wahrscheinlich eine weiße Weste haben will. Ich habe ihm das gesagt. Genau, bitte geht weiter auseinander. Setzt eure, oder wir müssen dann die Maske aufsetzen. Geht einfach auseinander, ich glaube, Platz hat es genug. Wir wollen verhindern, dass es Bescheide gibt, die wir hinterher wieder per Anwalt aus der Welt schaffen müssen. Wir brauchen nämlich die Anwälte im Moment überwiegend für unsere Kinder, weil das wollen wir nicht, sage ich mal, nicht unerwähnt lassen, dass das Problem ja bei weitem nicht gelöst ist. Und wenn man sich das so anschaut, was auch in der Youngsters-Gruppe und so reinkommt aus den Schulen, was nur ein Querschnitt ist, dann brauchen wir die Anwälte dringend, unsere Klagepartner, und nicht so, um hier Ordnungswidrigkeiten wegen Maske oder Abstand bearbeiten. Deshalb machen die Abstände, geht auseinander. Ich habe dann dem da unten gesagt, dass da ein Rechtschreibfehler drin ist. Das konnte man nicht verkneifen mit der grünen Liste. Weil, wenn ich mir überlege, was unser Herr Kretschmann wieder für einen Blödsinn rausgeschwätzt hat gestern und heute, da kann ich nur sagen, es wird Zeit, dass man abwählt. Und zwar schnell. Denn wer über einen Lockdown redet, der bis Februar geht, in dem er schon im September festgeschrieben hat, da kann ich nur sagen, wie ich es im Duden schon ein paar Mal gesagt habe, hinterlistig, heimtückisch, steht im Duden beschrieben, vorne als Substantiv Drecksack. Es tut mir wirklich leid, aber wenn man solche Pläne verfolgt, die man schon weiß, und was ich ja nicht aufsetze, ist die Maske, was ich mittlerweile immer gerne aufsetze, ist hier. Das ist toll, weil man dann nämlich unsere identifiziert kriegt. Egal, ob es beim Einkauf oder beim Tanken ist, die Leute sprechen euch an. War ich in Berlin tanken vorgestern Abend, sagt der junge Mann beim Tanken zu mir, Sie waren doch gestern Abend erst da. Da sage ich, nein, wir haben mehr, die Maske auf, nicht bloß einen. Dann bin ich hinaus ins Auto, habe ich mir ein paar Masken geholt und habe gesagt, Sie setzen die jetzt auf, ja, aber mein Chef. Dann sage ich, gebst du dem Chef am besten auch gleich eine. Und er hat sich dann gefreut und er hat mir dann ein paar Masken gegeben und das war okay. Auf jeden Fall hat man da unten wieder das Typische erlebt, was man immer erlebt. Der hat dann zu mir gesagt, aber sonst hat er in allem Unrecht. Also wir, die da vorbeigelaufen sind. Ich möchte es halt einmal erleben, dass wenn jemand mit mir spricht, dass mir einer erklärt, warum im Einzelhandel die Leute nicht gestorben sind im März, warum im Gesundheitswesen die Menschen nicht sterben oder wo die viele Tote sein sollen. Heute ist ja erst wieder gekommen, Amerika, dieselbe Sterblichkeit wie letztes Jahr, Deutschland, dieselbe Sterblichkeit wie letztes Jahr. Wir haben keine Toten, wir haben symptomlose Kranke, wir haben einen schwachsinnigen Test, an dem sich nur die Pharmaindustrie bereichert. Sonst haben wir nichts. Und der Bodo hat es ja heute in seinem Boschimo des Tages, das ist ja für mich immer das Dessert, das ist weniger Zucker, wie wenn man ein Dessert isst, aber ich muss immer herzhaft lachen, wenn seine Schafe und alles Mögliche durch die Prärie springen. Die will auch gar nicht drauf eingehen, was der Bodo in seinem Boschimo des Tages eh schon immer macht. Aber ihr habt es ja gesehen, die WHO sagt, man sollte jetzt daheim auch noch Maske aufsetzen, am besten wahrscheinlich auch noch beim Sex, wobei da ja viele Deutsche kein Problem hätten. Aber ich kann nur eins sagen und dann ganz klein eingeschrieben, aber Sie wissen alle ganz genau, dass die Maske keinen Wert hat. Und trotzdem wird der ganze Welt erzählt, setzt er die Maske auf und wenn er sich ja da draußen umguckt, wenn er einkaufen geht, die Leute glauben das. Die Leute kriegen immer mehr Angst. Ich sehe immer mehr Leute, die beim Autofahren Maske aufsetzen. Auch junge Leute, wo ich dann wirklich denke, Herr lass Hirn ra, zu was haben wir denn unser Hirn gekriegt? Also ich habe es gekriegt zum Denken, zum Einschalten und zum mich mit der Wahrheit beschäftigen. Und das ist das, was ich seit März mache, weil ich nehme auch nicht für mich in Anspruch, dass ich schlauer bin wie die anderen. Ganz im Gegenteil, ich habe vor März auch nichts gewusst. 0,0. Aber ich habe mich jetzt mit vielem beschäftigt. Die Woche habe ich mich mal ein bisschen mehr mit Amerika beschäftigt. Ich glaube, das tut uns richtig gut, was man von Amerika hört. Ich glaube mal, der Trump räumt demnächst auf mit dem Deep State. Es wird allerhöchste Eisenbahn, dass der Trump mit dem Deep State aufräumt. Und ich weiß, dass es in Deutschland auch viele warm wird schon. Auch der Frau Merkel wird es warm, am Herrn Söder wird es warm, am Herrn Spahn wird es warm. Und ich sage euch, eins euch, Kandidaten da in Berlin,
Wir hören erst auf, wenn ihr in Den Haag sind. Erst dann hören wir auf. Und da kommt ihr nach. Denn jeder Mensch, der unrechte Dinge tut, wird in Deutschland zur Rechenschaft gezogen. Ein Unternehmer, der 5.000 Euro Umsatzsteuer hinterzieht, wandert ab. Dem geht es dann zwar so gut wie dem Uli Hoeneß, aber er wandert. Und ich sage, wer solche Verbrechen an der Menschheit begeht, wer solche Lügen dazu benutzt, um Verbrechen an der Menschheit zu begehen, der muss mindestens nach Den Haag. Mindestens muss er da nach und muss zur Rechenschaft gezogen werden. Weil dafür wurde Den Haag nach den Nürnberger Prozessen geschaffen. Genau deshalb. Um Politiker, die korrupt sind, die Verbrechen begehen, zur Rechenschaft zu ziehen. Und das wird auch eine unserer Aufgaben sein, dafür zu sorgen, dass das passiert. Aber ich frage mich dann immer bloß, wo fangen wir da an, wo hören wir da auf? Also, die Woche nehme ich ja ein paar Mal schon gedacht, ob ich wirklich mittlerweile, ob sie ganz blöd sind, wo ich die Studien gelesen habe über Aerosole beim Pupsen. Also, ja, mir lacht, aber das war ja ernst. Also, es war ja ernst. Ich habe zuerst auch gedacht, das ist ein blödsinniger Witz, aber nein, das ist es. Und am besten pinkeln wir mittlerweile bei runtergeklapptem Klodeckel, damit die Aerosole beim Spüler drin bleiben. Also, ich habe dann irgendwann gedacht, Leute, sind ja eigentlich noch ganz sauber oder haben ja ihr Hirn abgeschaltet oder wer kommt denn auf so einen Blödsinn? Also, ich meine, das wäre ja was anderes, wenn jetzt jeden Tag morgens auf der Straße die Tote weggeräumt werden müsstet. Aber genau das ist ja nicht der Fall. Und wo ich da vorhin da bei der Falsche gestanden bin, hat so ein junger Kerl gesagt, ja, gange doch mal rein in die Intensivstation, ja, gange doch mal rein. Die haben dann bloß zu ihm gesagt, ja, gang mal rein. Geh endlich mal rein und red mit den Ärzten, red mit den Krankenschwestern, dann wirst du sehen, was passiert. Die Krankenhäuser schaffen kurz, die Intensivbetten werden abgebaut und alles, was reinkommt und hustet, wird auf Corona geschrieben. Grippe gibt es nicht mehr, aber dafür haben wir jede Menge Corona-Fälle. Ich meine, wenn man sich nicht damit beschäftigt, klar, dann glaubt man das, was die da schreiben, dass die Zahlen hochgehen. Aber wenn man sich damit beschäftigt, dann weiß man, wir haben, und da bin ich jetzt absolut am Bodo seiner Meinung, wir haben die Grippe durch Corona ersetzt. Das ist das Einzige, was gemacht worden ist. Und alles andere ist einfach eine Lüge. Und zwar eine richtige, große Lüge, die sie weltweit durchführen. Und ich bin den letzten Tag wirklich viel durch Deutschland gefahren und es ist erschreckend. Ich meine, hier ist es ja wirklich jetzt schön, fast schon weihnachtlich schön, aber ich war in anderen Städten, da ist wirklich tote Hose. Da ist dunkel, da ist nichts mehr los und es fangen jetzt langsam aber sicher die Unternehmen an, Insolvenz anzumelden. Das wird jetzt kommen und ich sage es mal so, ich bin gespannt, wie viel passieren muss, bis da draußen immer noch mehr, noch schneller die Leute aufwachen und kapieren, dass sie an der Nase rumgeführt werden und dass Ziele verfolgt werden, die einfach politisch sind und nicht medizinisch. Denn wenn sie medizinisch wären, dann würde unsere Frau Merkel mit dem Professor Bagdi reden, mit dem Wodarg und mit dem Könlein und nicht mit der Frau Gates. Lauter? Gut. So. Ich kann an der Stelle nur sagen, wir haben große Aufgabe. Wir müssen die Menschen wach machen. Das machen wir heute. Das ist eine ganz tolle Veranstaltung. Ich bin froh, dass ich hergefahren bin. Ich bedanke mich auch für die Einladung. Ich bin gern gekommen. Nicht bloß, weil ich Schwäbisch schwätze. Meine Freunde aus dem Bus, die brauchen schon wieder Nachhilfe. Also die sind schon wieder ein bisschen weg. Der eine ist schon wieder schweizerisch und der andere mehr in seinem mitteldeutschen Dialekt. Aber die lernen es schnell wieder, wenn wir wieder unterwegs sind. Wir haben gute Pläne gefasst letztes Wochenende. Ich darf jetzt auch arg drüber schwätzen, aber wir werden wieder gute Formate machen. Wir werden alle unterstützen, die da draußen unterwegs sind. Auch die Dame im Bus unterstützen wir noch gut, so gut es irgendwie geht. Neue Formate werden wir machen. Auch sage ich mal, ich habe die Woche begonnen mit Unternehmer zeigen Gesicht, habe ein tolles Interview gemacht, das der Roger gestreamt hat mit dem Maximilian Provenzano in Göppingen, den ich auch grüßen will, dem es heute Abend nicht ganz so gut geht, sonst wäre er da. Und ich möchte es auch schon mal ankündigen, ich bin am Dienstagabend in Rostock, da wird das Projekt Unternehmer stehen auch vorgestellt von einer der Initiatorinnen von der Sabine Langer, die spricht dort vor 40, 50 Unternehmern. Und wir haben ausgemacht, dass wir das live streamen, weil besser kann man es nicht an die Unternehmer bringen, wie dass wir es live streamen, das Projekt. Ein ganz tolles Projekt, wo es darum geht, neue Unternehmensgesellschaften zu formen, Bildungsangebote, Jobplattformen, die alle auf dem Niveau sind, wie wir uns das vorstellen.
Und ich denke mal, dass es am Dienstagabend eine gute Gelegenheit ist, sich das anzuhören. Das wollte ich schon mal ankündigen. Das heißt, ich stehe heute noch in Schorndorf, schwätze Schwäbisch und am Dienstag stehe ich in Rostock, da schwätze ich trotzdem Schwäbisch. Denn wenn eines gelungen ist, dann ist das Schwäbisch hoffähig machen in Deutschland. Und wir sind viel unterwegs und wir werden viel unterwegs sein, so wie ihr auch. Und ich sage es mal so, die Vorweihnachtszeit ist ja eine Zeit der Besinnung, der Besinnlichkeit. Und ich denke mal, wir müssen mehr und mehr erkennen, dass Corona eine riesige Chance ist für jeden Einzelnen von uns, seine eigene Bestimmung zu entdecken, sein eigenes großes Herz zu entdecken, die Friedlichkeit in sich zu entdecken. Das kriegen wir nicht geschenkt. Das heißt, wir müssen alle jeden Tag auch Zeit für uns haben, nicht nur um uns, sage ich mal, auf Demos zu bewegen, auch für uns, um dann, sage ich mal, in der Summe eine gute neue Gesellschaft zu gründen, die wird kommen. Ich meine, die Astrologen erklären, warum es passiert, die mit der Schumann-Frequenz erklären, warum es passiert. Mir ist es ehrlich gesagt egal, wie man es darstellt, dass es passiert, das spürt, glaube ich, jeder von uns. Und mir werden immer mehr, das merkt man, wenn man sich so über Deutschland hinweg die ganze Aktivität anschaut. Man sieht immer nur seinen eigenen begrenzten Horizont, aber in Deutschland, ich sage es immer auf gut Schwäbisch, da geht der Punk echt ab. Es stehen so viele auf, Unternehmer, auch Lehrer, auch, obwohl es ja viele Lehrer gibt, mit denen ich echt auf Kriegsfuß stehe, das muss ich an der Stelle einfach sagen. Und ich warte auf den Tag hinter dem, wo wir mit den Lehrern auch in das Gespräch gehen müssen und sagen, was habt ihr mit unseren Kindern gemacht? Was habt ihr euch getraut, mit unseren Kindern zu machen? Wie kann man so mit Kindern umgehen? Und ich sage es mal so, ich gebe immer mittlerweile nur noch eine Antwort. Ich habe auch vorgestern Nacht wieder eine WhatsApp gekriegt von jemandem, der mir eigentlich, den ich schon lange kenne und der mir wichtig war, der sich dann mit 3 Zeilen von mir verabschiedet hat. Ich habe ihm dann nur zurückgeschrieben, ihr werdet alle irgendwann, wenn die Wahrheit ans Licht kommt, nicht mehr ins Spiegel schauen können. Ihr werdet nicht mehr ins Spiegel schauen können vor Scham, weil ihr denkt, wie blöd waren wir eigentlich monatelang, alle die ignorieren, die zum Demonstrieren gegangen, als Nazis bezeichnen, als Linke, als Antisemiter, egal was ich mir alles aus der Zeitung über mich habe anlesen dürfen. Ich meine, mir geht das ja langsam vorbei, das könnt ihr euch auch vorstellen, ich wahrscheinlich auch mittlerweile. Beim ersten Mal habe ich nur gedacht, wie kommen die Menschen da drauf? Mittlerweile weiß ich ganz einfach, die machen das Gleiche wie ich früher in der Schule, die schreiben einfach voneinander ab. Ja, ich hab's im Gymnasium sogar mal fertig gebracht, in der Französischklassarbeit den Namen von meinem Nebensitzer abzuschreiben, das war dann nicht so gut. Das wollte ich während der ganzen Bustour schon mal erzählen, weil ich denke, die ganzen Journalisten, die schreiben den ganzen Dreck ja bloß voneinander ab. Das Wort Corona-Leugner, Pandemie-Leugner steht immer oben drüber. Gestern Morgen habe ich aus Versehen mal in die NWZ reingeguckt, in Gebinger, da habe ich echt gedacht, wie kann man einen Doktor mit so einer Spritze nachschreiben und sagen, jetzt kommt das Heil auf der Titelseite ganz vorne. So was gehört in den Mülleimer geschmissen und zwar ganz schnell und am besten alle Exemplare. Ja, aber an der Stelle sehr, die Pharmaindustrie funktioniert, sie hat die Medien im Griff, die Propaganda im Griff, unsere Politik trägt ihren Teil dazu bei und wir werden dafür sorgen, dass sie nicht erfolgreich sind. Wer zum Impfen gehen will, soll gehen, wir gehen nicht, oder? Ich gehe nicht zum Impfen. Und es ist definitiv unsere Aufgabe, unsere Mitmenschen dahingehend aufzuklären, was sie sich antun, wenn sie zum Spritzer gehen. Entscheiden darf sie jeder selber, dafür hat er von lieber Gott das Hirn gekriegt. Das sage ich immer, bis zu einem gewissen Alter denken die Eltern von euch, aber dann darf man das Denken ruhig selber übernehmen. Und bei vielen da draußen habe ich das Gefühl, sie haben das Denken nach Berlin übertragen und haben das Hirn vor lauter Angst abgeschaltet oder abschalten lassen. Sie wollen dann nicht mal reden, sei ruhig, ich will gar nichts mehr wissen, erzähl mir nichts. Dann sage ich immer, ja, ich will dir auch gar nicht so viel erzählen, mach dich selber schlau. Denn der Samuel sagt es immer so schön, die Selbsterkenntnis ist die beste Erkenntnis. Es nützt nichts, wenn man es ihnen überstülpt, aber auch wenige Sätze fallen lassen und weiterlaufen und dann hoffen, dass die Leute aufwachen. Mehr können wir nicht tun. Und dann werden wir am Ende das Ding beenden. Ich glaube, dass wir sehr weit sind. Ich glaube, dass in Amerika genau das passiert, was wir brauchen, dass es zum Ende kommt. Und dann kommt es zum Ende und dann tut es den Schlag. Und dann kommen aber unsere Aufgaben erst richtig auf uns zu. Und darauf bereiten wir uns vor. Deshalb bin ich froh, dass wir die Zeit noch ein bisschen haben, dass wir die nutzen, dass sie jeder für sich nutzt, dass sich neue Gemeinschaften
gründet an alle Ecken und Enden. Wenn jeder was von uns dazu beiträgt, dann wird es ein gutes Ende nehmen, weil da sorgt unser Herrgott dafür. Der hat einen guten Plan, den müssen wir nicht kennen, aber der Frau Merkel ihr Plan, den kennen wir und den wollen wir nicht haben. Insofern wünsche ich euch noch einen ganz tollen Abend. Schaut morgen oder fahrt irgendwo hin, es sind überall Demos. Macht alles, bloß hockt ihr daheim nach, Gutzler essen und Glühwein trinken, das machen wir dann am Heiligabend, wenn wir nochmal einen Schritt weiter sind. Wir sind morgen in Bremen, wir sind in Düsseldorf und wo wir nächstes Wochenende sind, wissen wir noch nicht. Und insofern, ich grüße euch alle, ich danke euch, dass ihr in der Kälte nachsteht und herzlichen Dank. Alles Liebe von uns alle an euch. Macht weiter so, ihr seid spitze. Grüße zurück an Samuel und Bodo und Ralf. Wir machen es jetzt hier ein bisschen lauter. Wir müssen ein Signal geben, ob ihr das hinten dann auch gut versteht oder besser wie jetzt. Gut. Unser nächster Redner ist dann der Peter Meinke. Den habt ihr ja schon mal gehört. Peter, du musst jetzt sportlich zu mir hochkommen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Peter. Peter leitet die Musikschule. Und er ist von unserem Ministerpräsidenten für seine Dienste mit der Staufer-Medaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Hallo Schorndorf, und jetzt habe ich das Gefühl, ich muss mir die Medaille erstmal verdienen gegen den Herrn Kretschmann. Ja, der Wolfgang, der schwätzt einfach saugut. Ich weiß nicht, ob ich das so hinkriege in Schorndorfer Schwäbisch. Ich werde etwas ins Honoratiorenschwäbisch abgleiten zwischendurch, aber ein paar schwäbische Sätze kann ich auch noch aushauen. Vor knapp 2 Monaten war ich schon mal hier und da habe ich die dauernde Verletzung der Kinderrechte in unserem Lande geschildert und habe mich da hauptsächlich auf den Professor Michael Klund aus Marburg bezogen. Der hat nämlich vor der Kinderkommission des Bundestages da Bericht erstattet, die haarsträubenden Zustände geschildert. Und jetzt, 2 Monate später, muss ich feststellen, es ist nicht nur nichts passiert seitens der Abgeordneten, die das dort gehört haben. Nein, es ist schlimmer geworden für die Kinder. Täglich erreichen mich Nachrichten von Kindern, die, nachdem sie den ganzen Tag die Maske tragen müssen, abends sich übergeben müssen. Die haben Sauerstoffmangel, die haben Kopfweh, die haben Konzentrationsschwächen. Es ist teilweise ganz fürchterlich. Noch lauter, ja. Ich wiederhole jetzt nochmal einen ganz kurzen Abschnitt aus dieser Rede von Herrn Klund, weil besser kann man es nicht sagen. Und das hat er im Bundestag gesagt. Zitat: Obgleich Bund, Länder und Kommunen auch während der Corona-Pandemie zur vollumfänglichen Umsetzung der UN-Kinderrechtskommission verpflichtet worden sind und waren, konnte nachgewiesen werden, dass dies in der Praxis weitgehend versäumt wurde. So sind nachweislich elementare Schutz-, Fürsorge- und Beteiligungsrechte von etwa 13 Millionen Kindern und Jugendlichen verletzt worden. Praktisch alle Entscheidungen und Maßnahmen der Politik seit März, April 20 wurden somit völkerrechtsverstoßend und bundesgesetzwidrig ohne vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohles vorgenommen. Mal probieren. So, ist jetzt noch lauter? Der Text dieser Rede von Herrn Klund
der ist mittlerweile gelöscht worden aus dem Archiv des Bundestages. Es gibt auch einen Kommentar des Landesjugendamtes Stuttgart. Ich habe es in der Stuttgarter Zeitung gelesen. Da heißt es, die Krise, und da beziehen wir uns auf die Kinder, die Krise wird zur Normalität werden, wir haben kein umfassendes Konzept dafür. Und weiter, beim Thema häusliche Gewalt gegen Kinder gibt es ein Dunkelfeld, das wegen Corona noch dunkler geworden ist. Unsere Politiker aber betreiben Schutz vor Kindern statt Kinderschutz. Das ist Kindeswohlgefährdung. Ja? Wenn man sich so wie ich für das Kindeswohl einsetzt, auch öffentlich, wird man von Leuten aus der SPD als Idiot bezeichnet. Das hatten wir schon letztes Mal. Und entschuldigt aus der SPD hat sich noch niemand. Wenn wir gerade bei der SPD sind, komme ich zwangsläufig zum Antisemitismus. Die SPD scheint mittlerweile ein Sammelbecken für Antisemitismus zu werden. Ich habe die Frau Reichle angeschrieben, der Tage, dass ich dazu jetzt was sage. Ist die da? Bitte melde dich. Dann kann sie nachher was kommentieren, wenn sie hier wäre. Jetzt zur SPD und dem Antisemitismus. Es gibt Menschen, die machen judenfeindliche Äußerungen. Es gibt Menschen, die ergreifen konkrete Maßnahmen gegen Menschen jüdischen Glaubens. Einer von diesen heißt Heiko Maas. Er hat von Menschen jüdischen Glaubens, die aus Russland zu uns umsiedeln wollten, verlangt, sie müssten dort zuerst die Wohnung und auch den Arbeitsplatz kündigen. Nur dann bekämen sie das Visum. Die Leute hätten das brav gemacht und dann hieß es in der Botschaft, sorry, kein Visum. Die Leute hatten keine Wohnung mehr, hatten keine Arbeit mehr, die Kinder hatten keine Schule mehr. Aber das galt nur für Menschen jüdischen Glaubens. Facharbeiter, Studenten und Geschäftsreisende haben natürlich Visum bekommen. Jetzt wird es ganz aktuell. Vielleicht habt ihr es gelesen. Diese Woche stand in der Presse, dass sich die Jusos, die Jugendorganisation dieser altehrwürdigen Partei, mit einer Organisation verschwistert hat, die das Existenzrecht Israels in Frage stellt. Das ist die Jugendorganisation der Fatah. Das wäre doch jetzt mal ein Fall für den Verfassungsschutz. Nach dem, was in der deutschen Geschichte passiert ist, gibt es zu Recht einige Dinge, die strafbewehrt sind oder zumindest gesellschaftlich geächtet. Den Menschen, die millionenfach in unserem Land verfolgt und ermordet wurden, heute wieder das Existenzrecht in Frage zu stellen, das überschreitet deutlich die rote Linie und das macht die Rote Partei. Der Verfassungsschutz möchte ja jetzt die Demonstrationen näher unter die Lupe nehmen. Ich habe daraufhin die Herren im Trenchcoat, sind die da? Die Herren im Trenchcoat, die habe ich gebeten, doch mal rüber zur SPD zu gehen. Da finden Sie Antisemiten. Hier findet man keine, oder? Immer wieder heißt es, hier auf den Demonstrationen würde man sich nicht von möglicherweise mitdemonstrierenden Antisemiten distanzieren. Haben sich die Mitglieder des Bundeskabinetts von Heiko Maas distanziert? Hat sich die SPD heute von den Jusos distanziert? Als junger Mann, als Student, habe ich Auschwitz besucht und damals habe ich mir geschworen, wenn es wieder gegen die Juden geht, dann stehe ich hier hin und
Schreie laut, das mache ich jetzt. So, jetzt gibt's neueste Nachrichten und Überschriften zum Impfen. Und natürlich zu Corona. Vor gut einem Monat hat die WHO Corona auf die Gefährlichkeit einer normalen Grippe eingestuft. Und das nach einer weltweiten Untersuchung mit Datenmaterial aus über 60 Ländern. Eine ganz neue dänische Studie hat belegt, dass Masken keinen messbaren Effekt haben. Und jetzt kann man den Bogen schließen zu unseren Kindern. Maskenzwang und Quarantäne für Kinder und Jugendliche allein auf der Basis eines PCR-Tests, das ist Kindesmisshandlung und ein Menschheitsverbrechen. Wer das Lachen eines Kindes nicht erträgt, wer die Gesundheit eines Kindes nicht erträgt, wer Kinder zu Masken zwingt, ist selbst krank. Nicht erkrankt an Covid-19, sondern er ist erkrankt an Lieblosigkeit, an Ignoranz und an Entmenschlichung. Der PCR-Test wurde Mitte, Ende der 90er Jahre erfunden von einem Herrn Professor Mullis mit U. Ja, mir schwabe der jetzt auch der Mullis. Professor Mullis aus Amerika, der hat dafür den Nobelpreis bekommen und er selbst hat zu Protokoll gegeben, wer meinen PCR-Test benutzt, um eine Infektion nachzuweisen, begeht ein Verbrechen. Einen besseren Zeugen können wir gar nicht haben. Der ihn erfunden hat, der würde jetzt im Kreis springen. Er dreht sich jetzt im Grab. Er ist leider im letzten Jahr verstorben. Wir wären froh, wir hätten den noch. Die Politik zieht überhaupt keine Schlüsse daraus. Der Impfstoff gegen Corona, der jetzt kurz vor seinem Einsatz steht, der verwendet nicht mehr das uns bekannte System mit abgeschwächten oder abgetöteten Viren, sondern es wird RNA geimpft. RNA ist dazu da, von der DNA die Informationen für die Proteinsynthese weiterzugeben. Unser Körper soll angeregt werden, Virusproteine zu produzieren. Unser Körper wird genetisch dahingehend modifiziert, dass er die Proteine eines fremden Organismus produziert. Und das mit welchem Ziel? Dass dann unser Körper Abwehrstoffe dagegen bildet. Also, unsere eigenen Zellen produzieren ein Protein, gegen das unser Körper dann Abwehrstoffe produziert. Völlig verrückt, ja? Während die DNA das Erbgut speichert und nichts abgibt, sorgt die RNA für die Informationsübertragung. Der neue Impfstoff greift also nicht das genetische Material an, aber er manipuliert die Informationsübertragung. Und ob dies überhaupt funktioniert, weiß bis heute kein Mensch. Kein seriöser Wissenschaftler wird hier eine verbindliche Aussage treffen. Und das Ganze nach einer Entwicklungszeit von wenigen Monaten. Wer sich da informiert, man hat schon Versuche gemacht mit RNA-Impfstoffen, schon 10, 15 Jahre lang, und es hat bis jetzt niemals funktioniert. Und jetzt plötzlich funktioniert es, weltweit, bei allen, in wenigen Wochen und Monaten. Wer soll das glauben?
Der nächste Satz wurde vielleicht schon gesagt heute, ich sage ihn trotzdem, weil er so schön ist. Der Leiter des RKI, unser Tierarzt, sagt, wir wissen nicht, ob der Impfstoff wirkt, wie er wirkt und welche Nebenwirkungen er haben wird. Der Chef der Firma BioNTech hat in einem Interview ganz ehrlich gesagt, ich zitiere, erste Daten über mögliche Nebenwirkungen werden wir frühestens in 2 Jahren haben. Das sind jetzt alles keine Verschwörungstheorien, sondern das sind Zitate, die jeder nachlesen kann und die auch in allen möglichen öffentlichen Kanälen zu hören, zu lesen, zu sehen waren. Und alles, was ich hier zitiere, klingt für mich wie die Ankündigung eines gigantischen medizinischen Experiments direkt am Menschen unter Auslassung notwendiger Forschungen. Und manchmal hilft dann wieder nur verzweifeltes Lachen. Heute haben wir einen Cartoon geschickt gekriegt, da hocken 2 Mäuse. Da sagt die eine Maus, gehst du zum Impfen? Sagt die andere, ha, ich glaube, du spinnst, das menschliche Experiment ist doch noch gar nicht abgeschlossen. Wir müssen auch bedenken, dass eine genetische Modifikation auch an die Nachkommen weitergegeben werden kann. Ob das geschieht, wissen wir heute auch noch nicht. Es müssten Untersuchungen über mindestens 2 Generationen gemacht werden. Wir wissen auch nicht, ob es in der Folge dieser Impfung zu Autoimmunerkrankungen kommt. Dabei zerstört die Abwehr des Körpers den eigenen Körper. Das sind grauenvolle Krankheiten. Bei der Schweinegrippe 2009 gab es eine solche Impffolge, die unheilbare Narkolepsie, eine Schlafkrankheit, besonders bei Kindern. Und besonders in Schweden, und das ist eine der Erklärungen für den schwedischen Sonderweg. Die Schweden haben bis heute so viele schrecklich kranke Menschen aus der damaligen Impfkampagne, dass der Schock bis heute andauert. Beim Impfstoff der Firma BioNTech sind zusätzliche Nanopartikel enthalten, deren Effekte wir nicht kennen. Wir werden wahrscheinlich eine große Zahl von Komplikationen sehen, Dinge, die wir aber niemals wieder rückgängig machen können. Die bisherigen Testpersonen waren jung und gesund. Für Ältere gibt es keine Daten und Erfahrungen. Und diese sollen jetzt zuerst geimpft werden. Das ist unverantwortlich. Corona ist eine gefährliche Krankheit, an der aber nur wenige Menschen versterben. Die Mortalität wurde aktuell wieder herabgestuft. Es wird spekuliert über schlimme Spätfolgen von Corona. Die Spätfolgen der Impfung werden aber von den Politikern nicht thematisiert. Und das ist fahrlässig und unverantwortlich. Jetzt mal Hand hoch. Also ich muss sagen, ich bin kein Impfgegner. Ich bin gegen alles geimpft, was gut und teuer ist. Ne, damals was, Kinderlähmung oder was hat man alles so gekriegt, ne? Ja, Zecken, genau, oder dies und jenes. Aber jetzt als Laborratte durch die Gegend zu laufen, habe ich eigentlich keine Lust. Wer möchte sich impfen lassen? Keine Hand hoch, das ist schön. Dann hat es sich gelohnt, dass ich jetzt schwätze. Er ist der Letzte, also. Der Letzte der Letzten. Wir sehen uns hier wieder vor Weihnachten. Ja, genau, so wie der Bodo sagt, einmal den Flieger oder ihr zieht euren Schal über den Mund und Nase. Macht es bitte. Jetzt vielen Dank, Peter, es ist so ein untergegangen, aber bleibt mal bitte hier. Es wurde von uns, Tim
Martin Schopf, der Fraktionsvorsitzende von der SPD, vom Stadtrat eingeladen. Wir wollten mit ihm diskutieren und jetzt wollte ich fragen, ob er hier ist. Und an die Ordner bitte, lauft durch und schaut, dass die Abstände eingehalten werden. Wir haben Platz und dehnt euch dann aus. Okay. Dann warten wir noch ein bisschen. Der Peter ist ja noch ein bisschen da, falls es etwas dauert. Dann mache ich eine kleine Überbrückung, dass der Herr Schopf Zeit hat, hier nach vorne zu kommen. Und sag mal kurz die nächsten Veranstaltungen an, bis wir zu unserer nächsten Rednerin kommen. Am 6. Dezember ist Nikolausversammlung in Mohart mit Aufzug. Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Marktplatz. Was ich jetzt hier nicht aufgeschrieben habe ist und gerade vergessen habe, ist, dass es morgen Aufzug in Pforzheim und da sind die Trommler, die uns heute als Ordner wirklich sehr gut unterstützt haben, mit dabei. Am Montag ist wieder Disco-Demo in Waiblingen. Es geht um 18.30 Uhr los, aber in Waiblingen ist immer montags um 18.30 Uhr Demo. Also das ist dann der nächste Termin nach Mohart. Am 12. ist in Kirchheim um 17 Uhr Demo, Treffpunkt ist der Marktplatz. Am Montag ist auch in Marbach. Ja, Montag ist auch in Marbach. Danke für den Hinweis. Und am 12.12. ist ein besonderes Ereignis. Da haben wir Querdenkengruppen Mohart, Schorndorf, Schwäbisch Hall, Schwäbisch Gmünd und Wendlingen uns zusammengeschlossen mit dem Ruf der Trommeln und machen einen Demozug in Welzheim. Also ich bitte euch, Abstände einzuhalten. Ordner, bitte. Übernimmt eure Aufgabe. Dann geh mal bitte mit Andrea. Andrea, hier dann können Sie hier zeigen, bitte, wo es nur so Engstellen gibt. Macht mal bitte alle einen Hubschrauber. Alle einen Hubschrauber, Hände auseinander, ob ihr euch berührt. Und wenn ja, geht, ihr könnt auch über die Abschrankung hinausgehen. Wir haben nur abgesperrt, damit der Fußgängerverkehr nicht behindert wird durch uns. Und ihr könnt auch nach hinten gehen. Dankeschön. Am 19. Dezember ist wieder von den Schwäbisch Gmünder organisierter Schweigemarz. Der geht um in Stuttgart, also von Schwäbisch Gmünd organisiert. Wann geht's los? Um 14 Uhr am Theater. Und am 28.12. machen wir zusammen mit Schwäbisch Gmünd, am 26.12., ja, ich habe keine Brille auf, machen wir am zweiten Weihnachtsfeiertag einen Aufzug in Schwäbisch Gmünd. Und der ist genehmigt und ist um 14 Uhr findet der statt. So, dann möchte ich noch das Wort an Alexandra übergeben. Ich glaube, die hat für heute die passende Worte als Abschied, Abschlussrednerin. So, hallo. Schön, dass wir so viele sind. Viel mehr wie letztes. Ach so, so? Okay. Hallo, ihr Lieben! Hallo! Hi! Die Brigitte, die hat mich bei meiner überhaupt erst zweiten Querdenken-Kundgebung gebeten, was von Herzen zu sagen, irgendwann mal. Und heute ist soweit. Ich wurde gebeten, was zu sagen, was von Herzen kommt. Und das möchte ich gern heute machen. Weil für mich ist der Weg des Herzens ein guter Weg und ein richtiger Weg. Und er bringt uns zusammen, wie man hier sieht heute. Und der Gedanke an Zusammenhalt, der gibt mir so viel Kraft. Und die brauchen wir alle zurzeit so sehr, weil es ist einfach unglaublich, was passiert. In den letzten Wochen, da war es so saumäßig schwer für mich, positiv zu bleiben und positiv in die Zukunft zu blicken. Und
Ich bin so oft so trübsinnig und traurig rumgelaufen, habe gedacht, wie soll das bloß weitergehen, wie soll das enden? Und da habe ich ein Plakat von Michael Ballweg gesehen, das ist schon nicht lang her, auf dem er zum Bürgergespräch eingeladen hat, im Vorfeld der OB-Wahl in Untertürkheim. Und dann war ich dort und es hat mich voll aufgebaut und bestärkt, dass ich meinen Kopf nicht hängen lassen muss, weil ich nämlich gesehen habe, dass es noch mehr Menschen gibt, die so denken wie ich, weil in meinem Umfeld konnte ich mit sowas nicht ankommen, mit solchen Gedanken. Das hat mich so gefreut und getröstet und ich habe gemerkt, wie mein inneres Licht wieder heller geworden ist und angefangen hat zu leuchten und ich mich einfach gestärkt gefühlt habe, dass so viele andere auch noch da waren. Und so habe ich Querdenken kennengelernt, also es ist jetzt gerade mal seit Anfang November. Und ihr alle, ihr seid alle Licht am Ende des Tunnels, weil wir gemeinsam hier sind und gemeinsam aufstehen und für unsere Zukunft uns einsetzen. Und ich habe endlich das Gefühl, dass ich nimmer taten- und gedankenlos zuschauen muss. Danke an euch alle, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank, Alexandra. Also jetzt noch ein paar, finde ich, wichtige Infos. Wir sind 500 und das finde ich klasse für Schorndorf. Ich habe vor ein paar Wochen den Daniel Sieber getroffen, der ehemalige Abgeordnete, jetzt Freie. Und dem habe ich gesagt, dass wir hier auf 500 Leute kommen, eine kleine Demo sind. Dann sagte er, 500 Leute bei 30.000 Einwohnern oder 35.000 ist enorm. Hamburg kommt auch bei 4 Millionen in dem Zeitraum auch plus auf 600 Teilnehmer. Deshalb klasse, dass ihr alle da seid. So, vielen Dank an alle Helfer, die von Ruf der Trommeln e.V., alle Querdenken, unser ganzes Orga-Team und alle, die freiwillig hier als Ordner waren und die mit uns zusammen das so ermöglicht und abgesichert haben, dass wir alle Regeln eingehalten haben. Und beziehungsweise, wenn was nicht ganz so korrekt war, relativ schnell wieder auf die Vorgaben des Versammlungsbescheids zurückkamen. Danke an euch alle. Vielen Dank an die Polizei, die für unsere Sicherheit gesorgt hat, an die Stadtverwaltung Schorndorf, hier ganz besonders an die Polizeibehörde, die uns diese Versammlung ermöglicht hat. Wir wissen, dass wir für so manche Überstunde verantwortlich sind und dass das auch nicht zu Jubelschreien ausartet, wenn wir wieder eine Demo anmelden. Trotzdem ganz, ganz herzlichen Dank dafür und auch für die Überstunden und die Unangenehmlichkeiten, die dadurch entstehen. Steht auf, geht hin, zeigt euer Gesicht, lasst uns zusammenstehen. Wir sind viele, wir sind friedlich. Ich stehe hier, ich kann nicht anders. Und wir sehen uns in Mohart, in Waiblingen, Kirchheim, Welzheim. Eine gute Heimfahrt und auf Wiedersehen und die Versammlung ist hiermit beendet.